Der namenlose Held ist gerade dabei, seine Prüfungen abzulegen, um in den Kreis der Magier aufgenommen zu werden. Die Prüfung von Meister Ignatius hat er bereits absolviert und auch die halbe Prüfung von Meister Vitus. Weisheit im Kampf hat er gefunden, aber noch nicht Vertrauen. Und das ist auch wieder so geheimnisvoll. Der Held muss also jemanden finden, der ihm vertraut. Mein lieber Fred, vertraust du dem Helden? Hm? Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein, einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn du mal selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Ja, dieser Feuerrausch, von dem er gerade gesprochen hat, das war ein... Ach, dieses Schwein! Das war ein Wein, den man auch für Bronco benutzen konnte, aber das hat der Held ja anders gelöst. Du kümmerst dich auch um den Wein. Ich bin sowas wie der Mundschenk der Magier. Ich habe den Schlüssel zum Weinkeller von Meister Ignatius persönlich bekommen. Oh. Was sagen die Magier dazu, dass du mit dem Wein handelst? Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ich komme darauf zurück. Und wenn du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Besondere Fähigkeiten? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit, vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Alles klar. Was kannst du mir beibringen? Und der kann ihm leider nicht Taschendiebstahl 3 von 3 beibringen, also ist das uninteressant. Warum wurde dir die Arbeit zugeteilt? Gibt es dafür einen Grund? Der Grund ist einfach. Weil es gemacht werden muss. Jeder kann die Scheiße wegräumen. Und ich mache es jetzt schon seit Tagen. Es wird einfach Zeit, dass sich jemand anders um die Scheiße kümmert. Gib mir den Kellerschlüssel. Das ist nicht nur ein schnöder Kellerschlüssel. Das ist der Schlüssel zur Quelle der Glückseligkeit. Dann gib mir den Schlüssel zur Glückseligkeit. Genauso gut könntest du verlangen, dass ich mir das Herz rausreiße. Ich will ihn doch nur mal kurz ausleihen. Das kommt gar nicht in Frage. Oh. Also Fred will, dass jemand anders ihn ablöst. Er hat genug vom Scheiße-Schippen. Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Ich meine natürlich die anderen Novizen, nicht dich. Ja, ja, schon klar. Und da hat der Held den Feuerrausch bekommen, den braucht er aber gar nicht. Ich habe eine Frage zum Taschendiebstahl. Pass auf. Das Wichtigste ist, dass du dein Gegenüber ablenkst. Nur so kannst du ihn erfolgreich beklauen. Ja, genau. Genau das ist gerade mit dir passiert, mein lieber Fred. Und der Held hat jetzt den Weinkellerschlüssel. Und es sind gerade die Signalworte gefallen. Nämlich zum einen Vertrauen. Fred vertraut dir. Und die Prüfung von Meister Vitus beinhaltet ja auch, dass jemand dem Helden vertraut. Das könnte Fred sein, wenn der Held jemanden findet, der ihn ablöst. Und er sagte, such dir einen anderen Novizen. Die sind doch eh nur am Fegen. Und wer ist am Fegen? Taylor ist am Fegen. Du kannst dich mal um den Misthaufen kümmern. Und? Und was? Versteh mich nicht falsch, ich habe kein Problem damit, mich dreckig zu machen. Es hat halt alles seinen Preis. Was verlangst du, damit du dich um den Misthaufen kümmerst? Harlock, der dicke Mistkerl, macht zwar einen guten Eintopf, aber den kriegt jeder nur einmal. Du willst doch nicht etwa meinen haben.
Naja, also am liebsten schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut, vergiss den Eintopf. Dann bring mir stattdessen 10 Äpfel. Die sollen ja angeblich auch stark machen. Ja, genau. Hat der Held 10 Äpfel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, weil der hat die ja selber gegessen. 2 Äpfel, okay. Dann mal gerade zu Kaspar. Der verkauft ja Äpfel. Und dann ist Taylor offenbar bereit, Scheiße zu shippen. Um es mal ganz deutlich auszudrücken. Du kannst mal Fred bei der Arbeit ablösen. Was ist das für eine Arbeit? Der Misthaufen. Vergiss es. Vergiss es. Dann zeig mal, was du hast. Ja, also 10 Äpfel, komm, zack. Und bei der Gelegenheit kannst du gleich mal ein bisschen was kriegen, nämlich... Ja, was eigentlich? Hier, den Ring, den brauche ich nicht. Und einen Besen und eine Heugabel und noch ein Messer. Ach, hier ist das Mordmesser noch. Kannst du das auch verkaufen? Nein, das ist unverkäuflich. Schade. Ja. Ach so, hier. Pokal und Kerzenleuchter kannst du auch bekommen. Zack. Fertig. Jetzt hat der Held 10 Äpfel für Taylor. Und das sollte doch dann einiges in Gang setzen. Oder? Taylor? Hier, nimm die 10 Äpfel. Ast rein. Danke, Alter. Ab jetzt übernehme ich den Misthaufen. Sehr gut. Taylor übernimmt den Misthaufen, was auch bedeutet, dass er hier weggeht. Und dann kann ich hier mal den Besen einpacken und endlich mal hier diese Truhe plündern. Und nochmal. Der Dietrich ist hin. Gold, Fleisch, Dietrich. Und hier das Buch, hatte ich das schon gelesen? Oder Schrank, was ist hier? Nee. Minze, kleiner Heiltrank und Mana-Trank. Und hatte ich das Buch schon gelesen? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ja, hatte ich schon. Ja, dann ist der Raum hier auch geplündert, vollständig. Hier gab es ja nichts zu tun. Hier, das wäre noch zu lesen. Da muss ich mal warten, bis Bruno irgendwann mal in seine Schlafkammer geht. Es sollte ja bald soweit sein. Es wird ja dunkel gerade. Und die Zwischenzeit, die kann ich nutzen, um mit Fred zu sprechen. Der vertraut dem Helden ja jetzt. Stimmt's? Was willst du hier? Die Ablösung habe ich dir besorgt. Ja, ich weiß. Danke. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal volllaufen lassen. Harlock hat ein echt gutes Tröpfchen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Und hier könnte ich Wein kaufen, aber das mache ich gerade mal nicht. Da gab es noch ein paar Erfahrungspunkte. Kaspar hat nichts zu erzählen. Harlock. Probleme haben wir alle. Auch nicht mehr. Taylor müsste am Scheiße-Schippen sein. Jawohl. Wolltest du was? Ja. Und dann müsste eigentlich die Prüfung von Meister Vitus abgeschlossen sein. Der Held hat jemanden gefunden, der ihm vertraut. Was sagst du? Ich habe Freds Vertrauen bestätigt. Gut. In Zeiten des Kampfes ist es wichtig zu wissen, wem man vertrauen kann. Und Kampf steht uns bevor. Gut. Dann habe ich deine Prüfung bestanden? Ja, du bist nun würdig, von mir unterrichtet zu werden. Was kannst du mir beibringen? Mana und Stabkampf, das ist jetzt nicht so dringend. Aber für später ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Und das heißt, von 2 Meistern hat der Held jetzt die Prüfung bestanden, eigentlich von 3. Pallas wollte ja keine. Ignatius? Stimmt's? Das Rätsel von Meister Vitus habe ich gelöst. Seine seltsamen Prüfungen sind zwar umstritten, aber anscheinend hat es ja geklappt. Gut. Dann nutzt der Held mal noch die Zeit, ein bisschen sich umzuschauen. Er hat ja jetzt den Weinkellerschlüssel. Und hier hinten gab es auch noch ein Kämmerchen. Bei den Schweinen.
Und hier ist gerade keiner mehr, also allerbeste Gelegenheit. Ja, gut geraten. Was gibt's denn hier? Einen Schrank mit Apfel, 4 Kartoffeln, 3 Zwiebeln, einer Heugabel und 2 Besen. Und hier eine Schaufel und da eine Säge. Ja, mehr ist hier nicht, denke ich mal. Nö. Das war alles. Ja, denk schon. Dann der Weinkeller. Und dann hinterher noch der Buchständer, an dem Bruno liest. Aber erstmal hier der Weinkeller. Hier guckt auch gerade keiner. Kaspar ist in der Küche. Also. Zack und auf. Sehr schön. Was gibt's denn hier? Hier gibt es Wein. Ah, ist das dunkel hier. Moment mal. Licht hat noch nie geschadet. Also. Hier ist nix. Wein. 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 Nix. Gibt es hier irgendwo eine Truhe? Falls ja, dann kann ich den Schlüssel da rein bunkern. Wein. Wein. Wein und Rum. Hier wachsen Pilze. Nochmal Wein. Und das war's schon. Mehr ist hier gar nicht. Keine Kiste zum Aufmachen. Tja. Hm. Hier ist eine Fackel, die ist aber gar nicht angezündet. Das ist auch komisch. Lauf mal mit Telekinese durch. Aber hier ist offenbar gar nichts. Nö. Schade. Ja, dann. Geh mal zu Bruno. Hoffentlich ist der nicht mehr da. Ja, wer ist denn das da hinten noch? William. William trainiert sogar noch spät abends. Das ist vorbildlich. So, hier geht's runter. Und Bruno ist weg. Nee, er ist nicht weg, aber er steht da. Hier steht etwas über mein... Jawohl, die nächsten Punkte Weisheit. Ich brauche Ruhe. Bruno braucht Ruhe. Und das hier war ja nichts zu lesen. Ehrlich? Habe ich nicht schon mal hier reingelesen? Diesen Buchständer? Ganz am Anfang? Und jetzt kann ich ihn doch benutzen. Das ist ja gemein. Naja, nochmal plus 3 Weisheit. Ja, hier war ich schon drin. So, was gäbe es denn noch zu machen und zu plündern? Es gäbe noch die Schlafkammern der Meister zu plündern. Und es gäbe noch diese eine Kammer zu plündern, also wo da noch ein Wein und ein paar Flügel waren. Und das wird der Held mal tun. Hier war ich ja überall schon, oder? Ja. Dann. Bitte einmal versuchen, Wein und Flügel zu klauen. Ohne dass dieser Bug auftritt, dass dieser Ordenskrieger quer durch die halbe Vulkanfestung getobt kommt. Um den Helden umzuboxen. Wo war das? Das war hier unten. Da, wo gerade kein Kaspar mehr steht. Genau hier. Hier oben. Ja, okay, der Ordenskrieger war gerade woanders. Und hat nicht durch die Wand gucken können. Ja, hier ist alles weg. Prima. Dann raus. Mal eben in die eigene Kammer ein paar Sachen abladen, die ich nicht mehr brauche. Das wäre... Zum einen wäre das die Liste von Meister Pallas. Die brauche ich nicht mehr, die ist unverkäuflich. Und hier diese kleine Karte der Insel. Zeigt leider nur einen Teil der Insel, brauche ich auch nicht mehr. Ich habe hier eine vollständige Karte der Insel. Und die ist, glaube ich, auch unverkäuflich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Dann aber hier, der Weinkellerschlüssel ist unverkäuflich. Was ist das? Kanalisationsschlüssel. Ach, den packe ich auch hier rein. Fertig.
Ja, ach so, dann habe ich noch, schließen, das kleine Krautpaket übrig. Da sind 5 Krautstängel drin. Okay, das ist auch aktiviert. Ja, jetzt könnte der Held mal noch warten, wenn es dunkel genug ist und die Meister alle schlafen. Dann kann man wahrscheinlich auch wunderbar in ihren, wer bist du, ein Rekrut, wunderbar in ihren Kammern klauen gehen. Und hier gibt es auch noch was zu stehlen, oder? Ja, den Lagerraumschlüssel, aber ja, das geht jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wann die Meister schlafen gehen. Es ist ja schon relativ spät. Da sitzt Pallas. Ash, hast du noch was zu sagen? Was gibt's? Nee. Na komm. Hier ist gerade keiner. Mut zum Einbruch. 50 Gold, eine Heilpflanze und ein Mana-Pilz. Ein Bett. Stuhl. Truhe. Oh. Nochmal von vorn. Der Dietrich ist geschafft. Und ich finde, 20 Gold, einmal Levitation und einen Pokal. Schleichen. Ist ja noch irgendwas? Nee. Telekinese-Check. Nix. Rausschleichen. Okay, die Luft ist rein. Hier gerade mal weitermachen. Seemannskiste. Gold, Heilpflanze, Mana-Pflanze. Und? Und nochmal von schnell. Wer sagt's denn? Gold, Mana-Pflanze, Dietrich, Messer. Noch irgendwas? Nochmal von vorn. Wer sagt's denn? Gold und einmal Nautilus-Verwandlung. Check mit Telekinese. Ne. Ich glaube, hier ist nix. Schleich mal raus. Ash fegt um die Ecke. Schnell hier rein. Truhe. Und nochmal von vorne. Also. Gold, Ring der Magie und Trauben. Bild, nix. Stuhl, Bett, Schrank und Truhe. Und nochmal von vorne. Wer sagt's? Das ist irgendwie immer die gleiche Kombination. Gold, Wein und eine Rezeptur für einen Trank der Geschicklichkeit. Das ist auch nicht schlecht. Schleichen, Schrank. Und hier gibt's Heilpflanze, Beeren und Apfel. Check mit Telekinese. Nix. Raus, 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 raus. Schnell hier rüber, bevor der Ordenskrieger kommt. Truhe. Mal von vorn. Geht doch. Ich finde Gold, Mana-Wurzel, Goldbrocken. Schnell, 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 bevor hier die Leute zum Schlafen kommen. Oh. Mal von vorn. Und ich finde Gold und Levitationsschriftrolle. Und Telekinese zeigt nichts mehr, aber da hinten, da ist ein Buchständer. Das heißt, da gibt es Weisheit, möglicherweise. Raus! Ja, verschwinde! Zum Glück hat er ihn nur beim Lesen erwischt. Das ist okay. Er ist halt wissbegierig, der Held. So, hier. Nichts Neues. Hatte ich alles schon gelesen, genau.
Und Rufus ist auch wieder sonst steht hier nur noch Scheiße. Am Buch. Ja. Okay, also, ich glaube, ich habe jetzt ja alles geklaut, was man klauen kann. Und das heißt, der Held kann sich selber mal hinlegen. Und mal eine Runde schlafen. Er hat 3 Prüfungen bestanden. Am gerade zu Ende gehenden Tag. Was heißt 3, eigentlich 2. Meister Pallas wollte keine Prüfung, er hat aber dann die Prüfung bestanden von Meister Ignatius, die war ziemlich umfangreich mit der versteckten Bibliothek und dem Feuerkristall. Und er hat auch die Prüfung von Meister Vitus bestanden. Also, mehr als genug für einen Tag, Seemannskiste. Und dann packe ich da noch was rein, und zwar hier. Das Mordwerkzeug, das brauche ich nicht mehr. Weg. Und ein paar Sachen könnte ich noch verkaufen. Und zwar bei Carlsen und Kaspar eigentlich. Also ich will mal schauen, ob Kaspar diese Karte annimmt. Ansonsten packe ich die auch in die Truhe. Dann zeig mal, was du hast. Kaspar, nimmst du das an? Also du nimmst auf jeden Fall 3 Besen, eine Heugabel und eine Säge und noch ein Messer. Aber nimmst du auch hier diese Karte? Nein, die ist unverkäuflich. Okay. Die Bücher sind aber nicht unverkäuflich. Ah, das ist dann beim nächsten Mal dran. Ach, hier noch ein Pokal. Weg damit. Gar nicht erst mit der heißen Ware ertappt werden. Ach so, hier den Feuerrausch. Der ist auch unverkäuflich. Der kommt auch in die Kiste. Ja, das wäre alles. Zack. Beenden. Und der Rest... Ach, quatsch mich nicht an. Der Rest geht eigentlich zu Carlsen, der wahrscheinlich schon im Bettchen liegt. Hallo, Kato. Ganz alleine? Schöne Frau? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Nö, das macht bei dir am meisten Spaß irgendwie. Da ist er, an der Goldschmiede. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Stimmt, hier ist schon geklaut worden. Also. Zeig mir deine Ware. Du bekommst 2 rostige Zweihänder, Broncos Schwert, noch ein Schwert, 2 Jagdmesser, 5 rostige Schwerter, eine Sichel, 3 Knüppel, geschärften Klingenstab und Richtstab behalte ich, aber hier 2 Novizenstäbe, 2 stabile Äste und 31 Bolzen und du bekommst auch den Kriegsschild und den Offiziersrock, das braucht der Held auch nicht mehr. Ach, hier hätte ich noch eine Schaufel für Kaspar, naja, beim nächsten Mal. Und weg. So, und jetzt wird aber geschlafen. Vorher packe ich noch diese Inselkarte mit dem Teilausschnitt in die Truhe. Genauso wie den Feuerrausch. Das sind 2 Sachen, die der Held nie wieder braucht. Der Feuerrausch wäre für Bronco gewesen, wenn man den anders besiegt hätte, als ich das gemacht habe. Aber der Held will nicht so viel mit sich umschleppen. Ist ja alles schwer. Karte der Insel. Hier. Teil der Insel. Weg. Genau. Und dann noch, wo ist es denn? Der Feuerrausch, wo ist der? Da, Feuerrausch, weg. Schließen. Ja, jetzt legt sich der Held also auf sein Bett. Und im schummrigen Licht dieser Öllampe hier oben, oder ist das ein Talglicht, ich weiß es nicht. Also in dessen schummrigen Licht liegt der Held auf dem Bett und liest die beiden Bücher, die er aus der Bibliothek mitgebracht hat. Das wäre zum einen von der Runenmagie. Von der Runenmagie. Einst waren es die Götter, die den Menschen die Magie gaben. Und die Menschen wirkten die Zauber und wurden zu Magiern. Um die Macht weiterzugeben, erschufen sie Runen und sammelten die Magie darin. Doch dieses Wissen wollten sie vor den Menschen verschließen. Denn, so sprach der Meister, die Zeit der Menschen war, ist und wird vom Krieg erschüttert. Die Macht der Magie darf nicht in den Händen aller liegen. So beschlossen sie, die Menschen vor der Magie zu schützen. Sie versiegelten die Runensteine mit Zeichen des Schutzes und das Wissen, die Siegel zu brechen, bewahrten sie auf und gaben es nur an ihre Schüler weiter. Und schließlich noch das Buch Die Magie der Kristalle. Halt! So. Die Magie der Kristalle. Die magische Kraft der Kristalle ist weit größer als jeder anderen Quelle. In einem Kristall lässt sich, wie auch in einer Rune,
ein einzelner Zauber verankern. Bisher ist uns dies mit 3 Zaubersprüchen gelungen. Der Feuerball, der Frostzauber, das magische Geschoss. Durch ein intensives Studium der Kristalle kann ein Magier mit seiner eigenen Erfahrung den Zauberspruch eines Kristalls verstärken. Je mehr ein Magier von den Kristallen versteht und je größer die Erfahrung ist, desto mächtiger wird der Zauberspruch. So lohnt es sich für den Magier, sich auf einen Kristall zu konzentrieren, wenn er seine maximale Kraft ausschöpfen will. Ja. Das war die Gute-Nacht-Lektüre und jetzt schlaf dich rund und gesund bis zum nächsten Morgen. Morgenstund hat Gold im Mund, aber nicht mehr in dieser Folge. Weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin.